Jetzt hab ich Glück. Hi Leute, herzlich willkommen bei TZ! Schubisch. Jungs, und es geht Timo vs. Simon, ihr habt es euch gewünscht, es geht wieder los. Currywurst 2.0, das Schärfste, was geht. Man muss sagen, ich habe glaube ich bei dieser Serie erst einmal gewonnen und du, ich weiß nicht. Hör auf, den Druck auf meine Schultern zu laden. Ich habe bei dieser Kacke, wenn es um FIFA geht, kein Glück, ja? Und ja, genau, also es wird jetzt erstmal ausgeschnickt. Ja, wer welchen Controller bekommt, wer Heimspiel bekommt. So, dann würde ich sagen... Da musst du ganz kurz sagen, für alle, die es ja dazu erkennen. Timo vs. Simon, wir spielen jetzt gegeneinander. Verlierer kriegt eine dicke Bestrafung. Die Bestrafung ist in jedem Video anders da. Und wir schnicken jetzt drum erstmal, wer welchen Controller bekommt und ob er das Heimrecht oder Auswärtsrecht will. Dann drücken wir dreimal Zufall bei den Mannschaften, ne? Ja. Und dann darf man sich die Mannschaft aussuchen, die gerade aktuell angezeigt wird. Sagt man beim zweiten Mal drücken, ich behalte die, darf man natürlich das dritte Mal nicht mehr drücken. Werdet ihr sehen, ist ganz easy. Dann spielen wir gegeneinander und Verlierer bekommt die schärfste Currywurst Deutschlands. So. Wenn nicht sogar der Welt. So, komm. Schnick, schnack, schnuck. Oh no. Ja! Und es ist schon ein wichtiger Erfolg. Und ich sag's gleich, Jungs, es kann laut werden. Also dreht gleich mal die Kopfhörer runter. So. Gar keine Frage. Okay. Der Elite Django und ich gehe nach Hause. Alles klar. Mein Herz. Ich sag doch, ich hab noch keinen Glück. So, Zufall. Fangst du an? Okay, drück ich zuerst. Oh, das wollen wir schnicken, das hier ist. Ja, wir schnicken. Gewinner entscheidet. Ja, ja. Gewinner entscheidet. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. How could this happen to me? I made my mistakes. Alles klar, dann fang ich an. Den FC Ural. Oh Mann, ich bin so nervös. Also ich mache auf jeden Fall nochmal, Jungs. Fuck. Ich muss safe dann nochmal. Ich gehe auch noch einmal. Oh nein. Ich mache safe das letzte Mal. Das letzte Mal. Nein! Oh mein Gott. Was mache ich? Nehme ich mein 3-Sterne-Team oder poker ich? Komm, es ist die erste Folge. Ich gehe Risiko, Jungs. Ich gehe Risiko mit der ersten Folge. Holy moly! Ja, Mann! Ja, Mann! Das ist doch keine Blumen, Alter. Mein Herz, das brennt, wenn ich dich seh. Halt die Schnauze. Holt euch ein kaltes Getränk, legt euch zurück. Timo vs. Simon geht in die zweite Runde. Oh no! Nein! Mach doch die erste Murmel direkt! Ey, das ist so kacke, Alter. Was? Eckball? Ganz klar. Ja! Ja! Ja, Mann! Und dann kommt er! Look at my down. Look at my down. Bitch, down. Look at my down. Bitch, down. Look at my down. Bitch, down. Look at my down. Entschuldigung für die Emotionen, Junge, aber ich bin wirklich so richtig kack. Drecksteam, ey! Mann! Ach, ey, bring ihn doch einfach grad! Lauf doch! Mann! Destruction. Mann! Nein! Warum? Tarante! Audio
lächerlich, Alter, mit so einem Team. Wenn du ein Ehrenmann gewesen hättest, gesagt, so spielen wir erst gar nicht. Fuck off, Alter. Brichst du ab, oder was? Ja, was soll ich noch machen damit? Doch, du musst dich aggressiv werden. Warum kriegst du. Alter, warum krieg ich so ein Kack-Team? Du hast immer von Poker, du wolltest nicht. Warum krieg ich so ein Drecksteam? Machst ja Poker. Ich hatte nicht ansatzweise so ein Team, wie du es da hattest. Just need to take five. Ansatzweise hattest du ein Team. Mein Herz, das wird. Good, good. Schlecht, Alter, gegen so einer verliert man, der einfach überhaupt nichts kann, der einfach überhaupt nichts kann, nur weil er das bessere Team hat und noch Glück, dazu hat. Simon, habe ich für mich entschieden können, weil ich hier mit Auge. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall dann irgendwann ist demnächst wieder auf dem Weg nach Mannheim zu der Currywurstbude, wo es die schärfste Currywurst EU-West gibt, Jungs. 5 Millionen Skrill. Da muss Simon jetzt wieder was unterschreiben, wenn er umkippt oder bleibende Schäden, was er eh schon hat, nicht geltend machen kann. Mach den Scheißdreck jetzt hier aus. Ich will es nicht mehr hören. Es wird so hart, Jungs. Es geht warum los wieder mit Timo versus Simon. Und ich zeig, wer der Bessere ist! Wir sehen uns, Jungs! Haut rein! Schreib's drunter! Bessere! Schreib's drunter! Bessere! Als wäre er der Bessere! So Jungs, Teil 2 beginnt. Wir gehen jetzt zur Bestrafung, zur Currywurst essen. Simon hat ja verloren. Der gute Mann kennt es noch. Wir sind jetzt hinter uns, ist der Wasserturm. Mir geht's richtig gut, weil ich weiß, ich muss diese gottverdammte scharfe Currywurst nicht essen. Aber die Frage ist, wie geht es eigentlich Simon? Weil von dem habt ihr noch nichts gesehen. How could this happen to me? I'm made by mistakes. Got nowhere to run. Sag doch mal was für die Zuschauer. Einfach so kacke, 1,5 Sterne, es ist so lächerlich, wirklich, warum? Dieses, Jungs, mal ganz ehrlich, wir müssen, glaube ich, die Regularien bei Timo vs. Simon überarbeiten. Wer ist für weil, überarbeiten? Weil dreimal, weil wie unfair ist das, dreimal Zufall und ich kriege jedes Mal so 1,5 Sterne rotz. Ja, du bist einfach vom Pokern auch in der Sache. Digga, ich hatte nicht mal was Besseres, ich hätte dreimal pokern können und es war nie was Besseres. Ist jetzt auf jeden Fall nicht so schlimm. Ja, wir gehen jetzt zur Bestrafung, er ist schon echt nervös und wieder ein bisschen salty. Er lässt wieder die ganze Zeit an mir aus, ich kann es ja verstehen, warum. Wir nehmen euch mit zur Bestrafung und diesmal sind es wie viel Skrill? 5 Millionen, ey. Aber es wird gar nichts sein, ich habe so geplant, dass ich mich einfach nur hinhocke, die ganze Currywurst esse und einfach aufstehen gehe. So habe ich es einfach geplant. Dann sehen wir uns. Um euch zu zeigen, dass es einfach unfair ist, ja, diese Zufallsdrückerei. Wir sehen uns jetzt bei der Bestrafung. Wir sehen uns jetzt, ciao. So, ihr seht den Laden hinter uns, ja, wo ich jetzt gleich mal eine leckere Currywurst gleich verspeisen darf. Sie war so gut, dass ich jetzt gerade noch mal eine will. Also, wenn jemand Bock hat auf eine gute Currywurst, die gibt's wirklich hier. Die Burger sind hier geil, muss man schon sagen. Ja. Die Currywurst die Burger gibt's hier. Ziemlich scharf. Und Currywurst hier. Ja. Und die Currywurst, Jungs. Wir haben ihn eben schon eingeheizt. Wir haben natürlich abgeklärt, ob wir da drin filmen dürfen. Wir gehen jetzt rein, bestellen die. Simon hat schon hier drin die Töne gespuckt. Er fällt nicht um und so. Es gibt ohne Reaktion, no reaction. 5 Millionen Skill, no reaction. Also, wir sehen uns jetzt bei der Bestellung und dann geht's los. Da oben ist dein Endgegner, ne? Endboss. Ja, man muss sich ja auch steigern, weißt du? Du musst dich ja auch steigern. 3 Millionen waren mir letztes Jahr zu langweilig. Ich hätte gern einmal die 5 Millionen Skurril-Currywurst. Bratwurst, Rindfurt? Finde ich ein Bratwurst. Ich nehme Bratwurst, ist besser. Genau. Ist die scharf? Dezent. Kann man essen, oder? Kann man essen. Okay. Letztes Jahr hatte ich 3 Stücke geschafft von der anderen. Ja, ich denke, von der packe ich jetzt auch wieder 3. Wir hoffen es mal. Krankenwagen steht. Ja, das war's. Obwohl, ich brauche noch irgendwie sowas Milchartiges. Habt ihr da was da? Nee, habt ihr gar nichts. Nein. Komm, ich gönne dir, was gönne ich mir? Okay. Das jetzt müssen Sie unterschreiben, falls irgendwas passieren sollte. Okay. Wichtige Information, Jungs. Hier, Achtung, zeigt, ich muss gut einfallen. Das musst du also auch durchgelesen. Ja, hier. Hiermit bestätige ich, dass ich die Warnhinweise für die AGBs der Curry Paprika GmbH zur Kenntnis genommen habe und erkläre mich mit diesem Einverständnis, der Verzehr erfolgt auf eigene Gefahr. Alles klar. Unterschrift ist Gesetz.
Vielen Dank. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Hocken wir uns dann raus? Wir haben uns raus, ja. Okay. Oh, da wird schon die Handschuhe angezogen. Er zieht eiskalt die Handschuhe an, das bedeutet eigentlich nichts Gutes. Gummihandschuhe wie im Krankenhaus. Das ist die Soßen- und Todekopf, ne? Jawohl, schön dran mit dem Zeug. Boah, geh da mal mit den Augen drüber. Ach du Kacke. Ehrlich jetzt? Geh mal mit den Augen da drüber. Herzlichen Glückwunsch. 5 Millionen, Jungs, wir sind da oben jetzt. Endstation. Warum muss ich die Scheiße immer verlieren, ey? So, wir sind wieder hier. 5 Millionen Zwiebeln stehen da. Lass uns erstmal kurz anstoßen auf den Erfolg. Das letzte, was du wahrscheinlich heute trinkst. Vor allen Dingen die Nachwehe morgen, ne? Wie viele Stücke muss ich denn essen, jetzt mal ehrlich? Wenn wir lernen, machen nicht so alles. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, komm. Wir starten. Wow, shit. 5 Millionen, mein Freund. Ja, das hätte ja keinen mal aufzubrennen. Ja, ich liebe Currywurst das Brot. Die werden immer Currywurst 2.0, nicht Brot 2.0. Das geht nicht. Kannst du nicht essen. Dipp mal schön in die Soße jetzt. Dann streng dich halt bei FIFA mehr an. Digga, ich hab ein 1,5-Sterne-Team. Look at my damn. Look at my damn. Bitch damn. Look at my damn. Bitch damn. Look at my damn. Bitch damn. Look at my damn. Oh. Was war denn das? Was ist los? Ist doch ziemlich voll, ne? Kannst du nicht essen. Du kannst du nicht essen. Wenn ich jetzt was trinke, ne? Ich kann nicht mehr essen. Du hast ein Stück gegessen. Habt ihr schon das Pumpen gesehen in der Backe? Da ist schon ziemlich nervös. Hol mal Milch. Brown. Milch. Hier kriege ich vielleicht Milch irgendwo. Die falsche Milch für dich. Geht nicht. Ihr seht schon Abbruch. Jungs, was sagt ihr dazu? Ich krieg gleich keine Luft mehr. Wie viel schärfer ist das letztes Jahr? Ist es ein Vergleich oder ist es... Kannst du da nicht mehr sprechen, oder? Ey, hör grad mal auf. Ja, auf die Soße abzustreifen, ne? Technisches K.O.
keine Luft mehr. Sorry, ich bin nicht als Kumpel hier, ich bin als Kameramann hier. Ich habe wirklich keine Luft mehr. Lecker. Ist es scharf? Das waren nur 5 Millionen. Kurz laufen. Oh, wirklich mal Milch. Ich habe keine Luft mehr. Ich muss diese Bilder einfangen. Wie soll ich das Milch holen? Ich bin extrem schaulustig. Jungs, guckt euch an, dem laufen schon die Tränen runter. Es hört nicht auf. Ne, hol wirklich mal was, Timo. Ich kann nicht mehr mit mich. Ohne Scheiß. Ja, was soll ich denn holen? Irgendwas mit Milch. Was soll ich denn sonntags irgendwas mit Milch herbekommen? Und zum Starbucks gehen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich brauche irgendeinen Kaffee oder sowas. Ja, dann gehen wir. Hör auf zu trinken auch noch. Den Fehler hast du letztes Jahr schon gemacht. Jungs, ich habe gerade eben nur so gedippt. Ich nehme alles zurück, was ich bis jetzt in diesem Video gesagt habe. Es ist unmenschlich, es brennt ja. Ich hab nur gedippt. Du hast 3 von den Würste gegessen. Kein Verhalten. Ich nehme alles zurück. Ach du Kacke. Haben wir eine Toilette? Ich brauche Wasser. Ey, ich nehme alles zurück. Ich hab nur gedippt und mir brennt der ganze Rachen. Ich hab tiefsten Respekt vor deiner Aktion eben. Der ist kurz Knockout, der ist sofort gleich wieder einsatzbereit. Die Schlange ist schon lange hier auf dem Klo, Simon. Der braucht aber noch ein bisschen Wasser. Ey, die ist echt heftig scharf. Was? Ja, er hat 3 Stück probiert. Ende. Aber schärfer ist die letzte. Viel schärfer, also kein Vergleich. Ich hab gesagt, das waren keine 5 Millionen. guter Mann auf jeden Fall. Guckt hier vorbei, gönnt euch eine scharfe Currywurst. Ihr müsst jetzt irgendwo hergucken, dass er Milch oder sowas braucht, Kaffee oder sowas, ey. Jungs, sag nochmal was. Jungs, die Kacke brennt immer noch. Ich, meine Stimme ist weg. Jetzt mal ohne Scheiß, Achtung. Mein Hals ist so zu. Ey, ich musste wirklich, hier, die Ghetto-Faust hast du verdient. Jungs, ich hab's erst wieder gedacht, das wäre lächerlich. Ich hab nur die Piekse genommen, du hast gesehen. Und mir hat's alles zerbrannt. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen und Simon hat immerhin 3 Würste davon gegessen. Tiefsten Respekt. Wer konnte ich dafür das essen, Jungs? Es geht nicht. Ich habe alles gegeben, aber du kannst, wenn du das... Die Luft war einfach weg. Ich habe wirklich kurze Zeit voll Panik gekriegt, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und sobald keine Flüssigkeit einfach hier reinkommt... Ich zitter, ne? Sobald keine Flüssigkeit hier reinkommt, brennt es hier den ganzen Rachen weg. Ich brauche jetzt dringend irgendwas mit Milch beim Starbucks so, oder so. Wir waren jetzt beim Starbucks. Selbst der Latte Macchiato mit Milch irgendwas bringt überhaupt nichts. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen schwindelig. Ich glaube, Timo muss auch heimfahren. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch überhaupt packe, ja? Ich muss wirklich ganz kurz nochmal sagen, tiefsten Respekt, Jungs. Lasst auf jeden Fall dafür
wirklich ein Like da, weil es ist ultra hart. Wenn ihr mehr Timo vs. Simon sehen wollt, ja, mit Krankenbestrafung, wirklich, dann ballert mal die 30.000 Daumen nach oben für das, Jungs. Komm, also ganz ehrlich, ich habe 3 von diesen Stückern gegessen, es ist ungelogen. Ich habe jedes Stück 10.000 Likes. Jetzt mal ganz wirklich, ohne irgendwie nach Likes zu betteln oder sonst irgendwas. Ich hatte nach den 3 Stückern, als ich im Mund habe, wirklich Angst, ich erstick. Und es ist jetzt wirklich ungelogen, ja. Ihr könnt euch gerne vorstellen, wie der Hals direkt zugeht. Und ja, man isst die, man merkt es aber nicht klein. Es kommt dann so 2-3 Sekunden später, geht einfach alles zu. Und es ging einfach gar nichts mehr. Mir geht es jetzt auch noch richtig beschissen, ja. Und ihr müsst auch noch... Geh mal ein Stück zurück, hier will jemand ein Auto rein. Ihr müsst auch in die Kommentare schreiben, das ist ganz wichtig. Wollt ihr, dass wir Timo vs. Simon ausspielen in FIFA? Oder habt ihr irgendwie eine andere Idee? Nerf Battle oder so? Oder wollt ihr einfach FIFA, das Zufallsprinzip? Ja, bitte eure nicht mehr. Ist gefragt, schreibt. Da habe ich einfach kein Glück. Rein. In diesem FIFA-Zufallsbattle-Ding habe ich einfach kein Glück, ey. Schreibt rein, ist ganz wichtig. Ich würde sagen, wir sind damit raus. Du hast natürlich als Ehrenmann hier das letzte Wort. Ja, also wie gesagt, ich ziehe alles durch. Ich bin jetzt schon so oft rangekommen. Es ist ja einfach kein Glück bei dem Ding. Oder vielleicht auch Unvermögen oder keine Ahnung. Beim Zufall drücken, Timo hat einfach immer Glück. Ihr kennt ihn, ja. Man wollen kennt wir ihn. Schon ein bisschen spoilern, was bei 30.000 Likes, was die bei 30.000, wir spoilern nicht, gibt es aber eine richtig kranke Timo vs. Simon Folge. Also, die gab es auch noch, ja, nicht. Es hat was mit Fußball auch zu tun, kann man mal sagen. Und einer kompletten Mannschaft. Ja, aber das, also das, oh mein Gott, also. Dann, 30.000 Likes, ja, und ihr erfahrt mehr, Jungs. Haut rein, ciao, lasst einen Daumen nach oben, dann lasst ein Abo da. Goodbye.